Guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Stream zu Palworld. Ja, der erste Stream, der lief ja relativ gut. Hatten da viel Spaß. Ich habe viele Monster versklavt, also kleine Lebewesen. Sind jetzt meine Hausgärtner und so weiter. Es klingt raus, aber es ist halt die Realität. Ja, und da es ein neues Projekt ist, das interessiert dann ja eigentlich nur Twitch, dachte ich mir, streame das die Woche direkt noch einmal. Neue Projekte kriegen bei mir ja immer Bevorzugung. Ja, wie gesagt, beim letzten Mal haben wir in das Spiel ja reingeschaut, ein bisschen erkundet, eine Wollfarm, hoch 80er einfach gegründet. Wolle wird mir nie ausgehen. Ich brauche wirklich nur diesen einen Kameraden hier, was Wolle angeht. Der Rest, der kann eigentlich woanders arbeiten. So, wenn ich schon beim Thema hier bin mit der Wolle und so weiter, erstmal einlagern. Der macht mir gerade Pfeile und oh, ich kann das Dietrim-Halsband für meinen einen Kameraden direkt machen. Davon mache ich mir mal eins. Auf jeden Fall will ich ja ein paar Feuerdrüsen diesmal sammeln. Ich will jetzt übrigens für YouTube an der Stelle nochmal erwähnen, was ich letztes Mal schon irgendwo mittendrin erwähnt habe. Das hier ist ein Survival-Game. Also für YouTube wird mega hart geschnitten. Ich streame so um die 3 Stunden, aber das, was ihr seht, sind vielleicht so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. So, ich habe ja einen von denen im Team. Brauche ich das nur dabei haben und der ist bei mir? Scheinbar. Weil ich habe sie, glaube ich, gerade nicht ausgerüstet. Also kann ich jetzt hier noch jemand anderes im Team haben? Also ich kann ihn auch noch rufen. Super. Dann habe ich durchgehend jemanden, der mir Unterstützung leistet. Wie viele Pfeile habe ich denn? 52, die reichen erstmal. Okay, bauen müssen wir noch heiße Quelle und den primitiven Hochofen. Dafür brauche ich Feuerdrüsen. Und Palsaft. Und dafür muss ich einmal die Füchse und einmal die Pingos erschlagen gehen. Im Bestfall sammle ich auch ein bisschen Holz. Hat irgendwie aus meinem Team eigentlich gerade Hunger? Nein. Gut. Ich habe Hunger. Und natürlich machen wir es wie immer so, wenn wir was Neues sehen, dann wird es gefangen. Und YouTube sieht halt hauptsächlich, wenn ich Sachen baue oder Neues sehe. Also wenn ich hier jetzt so als Musterbeispiel für YouTube später... Wie ich den Baum abbaue hier, das ist für euch null interessant. Ach, hier ist so dieser Dinosom. Ich glaube nicht, dass ich den herausfordern sollte. Ich kann den mal prüfen, wie viel Schaden ich dem mache. Gar nichts. Okay, wir gehen. Ich glaube, von diesem Grumos will ich noch einen weiteren gleich fangen. Für zukünftige Ackerarbeiten. Fange ich mir aber direkt im 5er. Hey, nicht weglaufen. Oh, was haben wir denn hier? Feuertechnik, Feuerschuss. Du hast eine Technikfrucht im Inventar, kannst du benutzen, um deinen Preis eine neue Fähigkeit zu geben. Ja. Falsche Taste. Holzfällerassistent? Ich gebe den Nightwing das mal. Und den sollte ich eigentlich auch raussuchen. Immer die falsche Taste.
Das ist, glaube ich, mein stärkster Begleiter bisher. Oh, eine Kiste, die so schön lila leuchtet. Goldmünzen, ein paar Pfeile. Die entsorge ich mal, die Bärensamen, die brauche ich nicht. Oh, Goldmünzen waren da richtig gut, was drin. Mal ein paar Feuerdrüsen. Da vorne ist auch ein neues Lebewesen zu mitnehmen. Ach nee, das ist ein Mensch. Upsen. War ich nicht. Aber der hat doch bestimmt was gedroppt. Den ich gerade angegriffen habe. Goldmünzen und Brot. Ich sollte schnell weg hier. Ich lese Veteran. Und denke mir, oh, neuer Gegner. Ich habe nicht an den Menschen gedacht. Schnell zum Lager zurück. Ich brauche eh neue Bälle. Oh. Die greifen jetzt hier auch an. Können wir das friedlich klären? So schnell entfesselt man einen Krieg. Es tut mir leid. Ich habe Angst, dass sie mir die ganze Basis kaputt machen. Deswegen mache ich mir ewig schnell Bälle und dann verziehe ich mich. Kampf kann ich nämlich, glaube ich, gar nicht gewinnen. Ach, das ist die Statue. Ich will den Schnellreisepunkt. Bevor die mir hier alles zerlegen. Kann ich den auch irgendwie entkommen? Ich hätte eine Idee. Die rennt mir noch die ganze Zeit hinterher. Ich will sie dazu kriegen, dass sie aus Versehen auf das Mammut schießen. Das Mammut ist auch offenbar nicht aggressiv. Kommt, schießt auf das Mammut. Schießt auf ihn. Oh, da ist was Neues. Müsste ich eigentlich auch mal fangen. Sag mal, kann ich den überhaupt entkommen? Oder ja, nehme ich jetzt so lange, bis ich einfach sterbe. Alter, ihr geht mir auf den Keks. Ja.
Und tot. Ja, die jagen auf meinen so lange, bis man stirbt. Ich muss meine Ausrüstung wieder einsammeln. Eine Peitsche und Gegenstände bleiben an der Stelle, an der du besiegt wurdest. Schneiden wir sie schnell wieder ein, bevor sich jemand anderes daran bedient. Ja gut, gibt keine anderen Spieler, aber ich sollte es trotzdem einsammeln gehen eben. Was lernen wir daraus? Keine Menschen angreifen. Das entfesselt nur die Hölle. Früher war es Hühnchen angreifen, jetzt ist es Menschen angreifen. Ja. Ja, eigentlich könnten die für mich kämpfen. So, erstmal die Ausrüstung wieder einsammeln. Ja, meine Rüstung ist ein bisschen beschädigt. Das hat sich so gar nicht gelohnt. Ich wollte eigentlich diesen Hirsch holen. Und natürlich die Feuerfüchse ein bisschen jagen. Was hoppen denn diese Vögel? Nur Leder, die lohnen sich nicht. Aber wir merken uns, wenn wir einen Menschen angreifen und wir keine Möglichkeit haben, die Miliz zu besiegen, ich glaube, das wäre sowieso ein Endloskampf. Dann lassen wir uns, glaube ich, lieber einfach neben einen Schnellreisepunkt erschlagen. Da steht jetzt nochmal der Veteran. Diesmal greifen wir ihn am besten nicht an. Hallöchen. Hey, dich sehe ich jetzt am ersten Mal. Du bist schon von außerhalb. Na, ich habe damit kein Problem. Aber wenn du schon hier gelandet bist, solltest du ein paar Pals fangen. Für die ersten 10 gefangenen Pals in die Spezies bekommst du sogar mehr EP. Je mehr Pals ein Trainer fängt, desto besser wird er. Hier, das kannst du haben. Hau rein. Oh, danke für die Bruchstücke. Entschuldigung, dass ich dich gerade eben umgebracht habe. Ich glaube, ich lege mir schon mal die Fackel hier ins Inventar. So, wir haben nochmal Notizen gefunden. Die können wir direkt lesen. Notizen eines Schiffsbrüchigen. Tag XX. Das klingt schon gut. Diese Welt birgt Geheimnisse. Zu dieser Überzeugung gelangte ich Ende letzten Jahres, als ich mir für meine Forschungen die Topographie der Welt ansah. Als ich die Insel der Welt betrachtete, schien mir ein Ort seltsam leer zu sein. Mir fehlte etwas so deutlich, dass ich mich fragte, warum mir das vorher nie aufgefallen war. Die folgenden Monate verbrachte ich mit Vorbereitung und schaffte es auf Grundlage meiner Hypothese, die Koordinaten einer Insel zu ermitteln. Ich beschloss, mir ein Boot zu nehmen und mich allein auf den Weg dorthin zu machen. Ich kann später Boote bauen? Okay. Ich erhöhe bei mir ab sofort ein Gewicht und Arbeitstempo, wenn. Arbeitstempo will ich jetzt erstmal auf 300 pushen. Da sind wieder Pingus. Ah, ich habe doch eine Abbrechtaste. Leg mal die Rüstung ab, geht der Text da auf den Keks. Guck mal, die Tiere, die können schwimmen. Hätte ich nicht gedacht, dass die Feuerfüchse schwimmen können. Aber so kann ich eigentlich auch mal testen. Wie weit kann ich ins Wasser?
Danke für die Feuerdrüse. Aua. Mein Nightwing macht das schon. Feuerdrüsen haben wir, glaube ich, erstmal genügend. Ich könnte mir jetzt erstmal diesen Gürtel machen für das Feuervieh. Dann kann ich es ja als Flammenwerfer nutzen. Außerdem ist eh Nacht. Und ohne meine Rüstung sterbe ich. Den Hochofen können wir bauen. Da kommt man hier hinten in die Ecke. Ich glaube, ich baue sogar direkt zwei. Warum helft ihr hier jetzt nicht weiter mit? Ich denke mal, dass der Fuchs auch hier mitarbeiten kann. So, jetzt kann ich hier Metallbahn und Holzkohle machen. Also ich hier mal Metallbahn herstellen. Und mache auch schon mal provisorisch ein bisschen Holzkohle. Der ist beschäftigt. Ich will mal ein bisschen was am Fallen sparen und greife die Nahkampf an. Oh, da ist wieder was Neues. Für den nutze ich doch den Bogen. Ein Melpaka. Nein! Mensch! Den letzten hättet ihr euch schenken können. Ich wollte es fangen. Wie ist das jetzt eigentlich mit den Flammenwerfer? Ah! Komm mal her! Ja, da habe ich eine gute Nahkampfwaffe. So kann man Tiere auch verwenden. Komm her, Pingo. Ah, okay, das geht nicht ewig lang. Oh, die Holzkohle hatte schon fertig. Davon nehme ich mal, ne? Oh, später wahrscheinlich noch. Den jetzigen Viechern ist da irgendwas, was nur bei Nacht rauskommt. Von denen, die ich noch nicht habe. Das, was ich jetzt gerade holen will, das kann ich sowohl bei Tag als auch bei Nacht finden. Also die beiden, die ich gerade eben gesehen hatte. Ja. Komm her. Ich glaube, den muss ich einmal mit dem Bogen abschießen, sonst kriege ich den nicht. Der läuft sonst die ganze Zeit nur weg. Na. Zumindest gibt er Fleisch und er gibt offenbar auch Hörner.
Ich weiß nicht, ob ich die brauche, aber der liefert sie. Oh, was haben wir denn hier? Ein feuchtes Jumbo-Ei. Oh, ein Brutkasten, um Palleier auszubrüten. Ich habe ein Ei gefunden. Kann ich hier durch? Sieht tief aus. Ich will es eigentlich nicht rausfinden. Depresso. Hier ist jemand Neues. Nein! Kein da. Die Presse guckt immer mürrisch und deshalb kommt Freunde. Ist aber in Wahrheit unglaublich nett. Wurde da schon dabei beobachtet, wie es Fixie, die von ihrem Rudel getrennt wurden, Futter abgibt. Was kann der denn so? Du bist doch 100% nur nachts aktiv. Ja. Ah, das ist ein Bergbauer. Ich wäre eigentlich jemanden, der Holz fällen kann. Da habe ich bisher nicht einen einzigen gefunden. Ach komm, ich lasse es drauf ankommen. Okay, was für ein Look muss ich dafür haben? Wellpacke. Der flauschige Schein tötet. Ein ultraschneller Tritt seiner Hufe kann den unvorsichtigen Empfänger bis um die halbe Welt befördern. Ey, das ist wirklich wie mit dem Pokédex-Eintragen. Sie ergeben keinen Sinn. Aber was kann der denn so? Er ist ein Farmarbeiter. Wahrscheinlich gibt er einfach ultra viel Wolle. Noch mehr, als ich eh schon bekomme. Ob ich den Veteran auch einfangen kann? Ich habe immer noch keinen verschissenen Holzarbeiter. Aber hey, zumindest kommt dann eine Wolle-Lieferung. Ja, das ist wahrscheinlich der erste Bossraum. Also der erste Boss kommt dort. Erstvermutung, so wie das da aussieht. Hier läuft auch nichts Neues rum. Ich gönne mir Gewicht. Och Mann, ich will doch nur jemanden, der Holzarbeiten machen kann, damit ich eine Holzfarm habe. Da ist dieser Hirsch. Erst einmal anschießen, damit er mich auch bekämpfen will. Mann! Ständig finishen die off. Ich habe doch sogar extra früh geworfen. Da ist auch ein neues Vieh, ein T-Fund.
Oh, den ersten habe ich instant umgebracht. Okay, die halten nichts aus. Ist aber eigentlich auch, die müssten leicht zu fangen sein. Tiefhand kann aus einem Organ, von dem angenommen wird, dass es seine Nase ist, dann sei große Mengen an Wasser spulen lassen. Die Frage, ob es nicht doch einfach ein Rotz ist, ist gegen... muss ich hier eben kurz zu Ende lesen. Die Frage, ob es nicht doch einfach nur Rotz ist, ist ein Gegenstand hitziger akademischer Debatten. Okay, ich habe noch einen neuen. Ich wette, dass der aber auch keine Holzarbeiten erledigen kann. Nee, der ist reine Bewässerung. Und der hier ist in der Hinsicht besser, weil der kann wenigstens noch Handwerk und so weiter machen. Was bringt er mir denn, wenn der mit im Team ist, ist dann eher die Frage. Da ist auch noch mal was Neues. Kann ich die Pilze mitnehmen? Mann, hört auf die zu... Ich nehme, hol dich jetzt in den Ball. Da sind noch mal ein paar Affen. Zum Vorschwächen kommst du raus, danach verziehst du dich in den Ball. Ich weiß nicht, warum der ins Nirvana geflogen ist. Tanze. Nutzten für lange Gegenstände wie Äste als Waffen. Irgendwann fanden sie heraus, dass menschliche Gewehre auch schön lang und um einiges effektiver sind. Okay. Und wo, was kann der? Ja, endlich ein Holzfäller! Ab nach Hause. Den Hirsch, den kriege ich eh nicht gefangen. Selbst wenn der fast down ist, habe ich nur so eine 20% Chance. Was droppen die Tiefhanden denn? Ach, die droppen rein den Palsaft. Ja, dann niete ich noch ein paar von denen um. Ich dachte mir schon, dass wenn man bergab rutscht, dass es wesentlich schneller ist. Da ist wieder so ein komisches Spezialvieh. So. Zuallererst arbeite. Komm her. Du hast einen Job. Einen einzigen. Und der liegt da. So, sie bekommen jetzt eine heiße Quelle, nachdem ich Stein aus dem Metall geholt habe. Im Brutkasten, den habe ich noch nicht, ne? Reicht für meine Zwecke. Komm, eine heiße Quelle muss schon unter freiem Himmel sein. Kommt hier hinten in die Ecke.
Wo? Von da unten kommen Wilderer. Das sind wahrscheinlich Menschen. Die sind zu doof zum Klettern. Der Dino so oben ist auch friedlich. Bei ihm habe ich eine Chance, den zu fangen. Dann würde ich sagen, probiere ich's. Mehr mein Flammenwerfer. Nein! Ein kleines bisschen zu viel. Aber ich habe Weizen dadurch freigeschaltet. Ich glaube, der hängt da an der Klippe fest. Nee, nicht mal. Ich habe ja noch mal eine Chance, da ist noch ein Dino. Komm her, du Lutscher. Am besten ich warte eigentlich, bis der Flammenwerfer wieder bereit ist, oder? Ach, wird schon schief gehen. Ich glaube, viel besser wird es nicht. Ich habe ihn tatsächlich! Dinosom, wenn dieser Pall einmal wütend wird, kann ihn nichts und niemand mehr bändigen. Der Ausdruck, einem Dinosom auf den Schwanz zu treten, bedeutet, jemanden extrem zu verärgern. Oh, der muss doch ultra gut sein. Was kann der so? Okay, er ist ein wesentlich besserer Ausseher und er kann auch noch nebenbei Holz fällen. Das heißt, ich kann den Felltypen ablösen. Den Felltypen. Der aussieht. Vor allen Dingen ist er ja sogar wirklich eine bessere Version. Der hat Level 2 statt Level 1. Danke fürs Fleisch. Endlich. Ich habe direkt zwei Holzfäller. Und der eine ist sogar gut. Die Lager waren ja jetzt gerade ein Witz. So, du wurdest ausgetauscht. Ich glaube, der ist besser als der. Zuallererst kann ich jetzt mein Lager ausbessern. Baue hochwertige Bank, baue metallliche Pharmaziewerkbank, setze einen Pfeil für Arbeiten im Lager ein. Letzter ist es ja leicht. So, der hier kommt mit rein. Dann muss ich die Werkbank erforschen. Die hochwertige Banken. Ich erforsche mal direkt die Metall-Axt. Die brauche ich auf jeden Fall.
diesen Tanzis kann man Sturmgewehre in die Hand drücken. Autsch. Na gut, ist gut, wenn man zu viele von irgendwas hat, ne? Genau, geh Holzfällen, verdammt nochmal. So, die Pilze kann ich grillen lassen. Das kann ich aber selbst eben kurz braten. Geh aus meinem Blickfeld. Was kostet mich denn die hochwertige Bank? Dafür brauche ich die Nägel. Ach gut, dass ich ein paar schon in Auftrag gegeben habe. So, kann ich daran auch das gleiche Zeug herstellen wie an der anderen Werkbank? Wenn ja, kommt die alte weg. Ja, ich kann ja dasselbe Zeug bauen wie an der anderen, also kann die wirklich weg. Außerdem muss ich die hier nochmal umbauen. Die steht nämlich falsch rum. Die ist doch 100-mal besser als meine jetzige. Irgendwas, womit man das Zeug auch später wieder verschrotten kann. Oh, die Armus wäre schön. Das ist fies. Aber das Weizenfeld, das lässt ja noch lang auf sich warten. Als ob man dem Pinguin später eine Panzerfaust in die Hand drücken kann. Okay, aber im Allgemeinen kann ich die alten Äxte einfach entsorgen. Bringt mir nichts, die aufzubewahren. Ich würde auch gerne die hier erforschen, aber kann ich noch nicht. Den Alpaka kann ich einen Sattel machen. Habe ich mir ein zweites, dann habe ich ein Reittier. Wo habe ich den denn gesehen? Irgendwo bei Nacht ist er neben mir lang gelaufen. Den habe ich auch nirgendwo gesehen. Fähigkeiten hat es denn sonst noch so? Na gut, der kann halt bei fast allem helfen. Der Affe. Der Dino, der macht hauptsächlich hier Aussaat und Holzfällen. Dafür ist er aber echt schnell dabei. Bei dir glaube ich mal den Angriff höher.
Dasselbe bei dir. Die sind hier alle gut beschäftigt. Komm, geh da rein, bitte. Danke. Ganz ehrlich, bei den Hirschen versuche ich es gar nicht erst. Da habe ich nur unendlich viele Bälle weg. Jo, das sind einfach drei von diesen Mammuts. Schnellreisepunkte hätte ich gern. Oh, hier ist auch ein Schnellreisepunkt. Da habe ich einen Technologiepunkt bekommen. Da kann ich mir... Ja, ein mehr. Noch ein mehr. Ist das unser Boss im Turm des... Ja, das ist dieser Rain-Syndikat-Turm. Vielleicht können wir den schon schaffen. Hallöchen. Feuer frei. Ich will die Blitze, glaube ich, nie abbekommen. Geh mal nicht in den Nahkampf, ne? Ey, solange da sich erholt. Den soll ich in 10 Minuten schaffen. Ob ich mehr Schaden mache, wenn ich die V anpeile? Ja, ich glaube, da mache ich die Crits. Nicht unmöglich. Okay, mein Flammenwerfer ist gleich bereit. Nein, den lässt du in Ruhe. LOL!
Weil ich den zurückrufen habe, hat er jetzt auf einmal in den Himmel gezielt. Ich hoffe, der behält seinen Schaden. Das wäre auf jeden Fall gut. Weil ich zumindest mein Zeug jetzt da drinnen aufheben darf. Ach, das wird dann davor gesetzt. Ich kann ja gucken, ob der seinen Schaden behält. Nee, komm, wenn das schon zurückgeht, dann kann er unmöglich seinen Schaden behalten haben. Brauche ich dann gar nicht nachgucken. Ich glaube, für den mache ich erstmal noch 5 Level. Dann versuche ich den nochmal. Luffiges Tackle. Bin ich dadurch jetzt wirklich schneller? Fühlt sich nicht so an. Befreie dich mal, mein kleiner Freund. Joltok Chris. Gibt man Joltok Chris einen Stoß, setzt es die in seinem Körper gespeicherte Kälte frei, die den Angreifer bis ins Mark gefrieren lässt. Ich glaube, den habe ich gerade geschenkt bekommen dadurch. Wo ist denn das Ding? Das muss in meiner Nähe sein. Genau, auch dieses Fixie. Die müssen direkt bei mir sein. Ja, doch, ein bisschen schneller. Sie, die ziehen so am, im Land an mir vorbei und ich sehe die nicht. Und der Walachei ist der jetzt an mir vorbeigelaufen, diese beiden Biester. Nebenbei, wo, was kann der Igel eigentlich? Ach, der kann Sachen kühlen. Ist wahrscheinlich praktischer im Team als in der Basis. Oh, hier liegt wieder Lore. Und hier ist eine Schiffbriefing, Tag 11. Obwohl ich gestern Hals über Kopf den Rückzug antreten musste, lässt mich dieser Turm nicht los. Ich sollte mir Ausrüstung zusammenstellen und es noch einmal wagen. Gerade als ich das dachte, hörte ich von hinten einen Schuss. Es war die Person von gestern, die mir nahestellte. Schluss mit lustig. Ich pfiff meine Palz zusammen und ging zum Gegenangriff über. In der Hitze des Gefechts haben meine Paltens den Angreifer getötet. Aber mein eigenes Leben ist mir allemal teurer. Es ging nicht anders. Gut. Es kann nur einen geben, ne? Ist mir ganz wohl, in dieser Walachei ist mir, sind mir diese beiden Lebewesen vorbeigezogen. Ich krieg die in der Liste und ich sehe sie nicht mal.
Wie gesagt, den Turm. Den versuche ich noch mal, wenn ich ein paar Level höher bin. Jetzt gerade überhaupt keine Chance. Brauche ich auch wesentlich mehr Pfeile. Ich hätte ja so um die 100 und das war kaum genügend. Oh, der eine da glitzert. Stimmt besonders. Rein da. Noch mal versuchen. Es ist ein außergewöhnlichen Pfeil gefangen. Er scheint eine besondere Fähigkeit zu besitzen. Okay. Oh. Da machen ein paar Wölfe einen dieser Igel kaputt. Das sind zwei neue Lebewesen. Drei. Vier. Blumenduft, doch, er kann als Seite genutzt werden. Auf ihm habe ich schon mal einen Ball geworfen. Ich habe einen Wolf gefangen. Ich lasse den Dino einfach machen. Der carried. Der Dino, der carried. Einen wollte ich fangen. Lese mir gleich die Einträge zu denen durch. Da ist auch so ein Fixie. Ja, genau, komm zurück. Ich glaube, die haben den Pixie umgebracht. Nein! Ihr solltet den nicht umbringen. Wenigstens das Schwein habe ich. Die geben Knochen. Oh, da ist eine Kiste. Und Lore. Ich habe drei Palsfärben bekommen und richtig viel Asche. Ne, war nur ein paar, die im Bruchstück. Yeah.
gucken, ob ich noch mal so ein grünes Ding finde. Ja, guck mal, da ist doch die Kleine. Ach, verdammt. War zu viel. Die halten ja echt gar nichts aus. Tag des Schiffbrüchigen, Tag 1, der zweite. Kurz nach meiner Landung auf der Insel stieß ich auf seltsame Kreaturen. Tatsächlich sind ausnahmslos alle Lebewesen, die mir hier untergekommen sind, vollkommen fremd. Umgekehrt besticht die Insel auch durch die Abwesenheit gewohnter Spezies. Offenbar hat diese Insel ihr eigenes, einzigartiges Ökosystem. Ich war nun überzeugt, dass dieser Ort nicht nur zufällig auf keiner Karte zu finden ist. Ich habe beschlossen, auch die Lebewesen der Kreaturen auf diesem Gerät aufzuzeichnen. Ich weiß jetzt, dass die hier gammeln. Da ist ein Schnellreisepunkt, den würde ich mir gerne gönnen. Hier scheint auch ein Dorf zu sein. Noch ein Grund, darunter zu gehen. Ich suche gerade nur einen Weg, der anständig dahin führt. Dorf. Hallöchen, werte Fremde. Hier kann ich bestimmt das Geld ausgeben. Ja, fahrender Händler. Ist schon mal eine Höhle erkundet? Nö. Ich habe gehört, dass Höhlen voll von seltenem Palz sein sollen. Außerdem gibt es Palz, die dort alle möglichen Schätze zusammentragen und horten. Wenn du mal eine Höhle finden solltest, sag mir Bescheid, okay? Hallöchen. So, komm, schau dich ruhig um. Ja, ich kann meine alten Sachen auch verkaufen. Oh. Kann ich mir Baupläne kaufen? Noch all anderen Zeug. Ich glaube, von der Medizin will ich ein bisschen was haben. Ich kehre noch mal zurück. Ich habe einen Händler freigeschaltet. Hallöchen. Ist hier schon mal ein so richtig großer, starker Pal über den Weg gelaufen? Eine Hypothese ist ja, dass solche Pals etwas wie Anführer sind, die andere Pals in der Gegend kontrollieren. Wenn man so einen zu seinem Gefährten machen könnte, wäre das schon praktisch, aber seid bloß vorsichtig, die sind mega stark. Ja, habe ich auch gemerkt. Allein der Dino macht ja übelst Output. Dich in die Box. Das ist ein Bergbauarbeiter. Er ist ein Sammler. Du bist wahrscheinlich gut im Team. Besserer Sammler und... Warum mache ich das nicht eigentlich so? Und Transporter. Ich lasse ihn mal hier arbeiten. Was macht denn außergewöhnlich? Ah, der, das ist ein besserer Arbeiter. Ja, auf jeden Fall. Der bleibt hier. Der Dino kommt wieder in die Box. Den nehme ich mit, wenn ich nochmal zum Boss gehe. So, dann kann ich mir jetzt ja in Ruhe die Einträge zu denen durchlesen. Erstmal den Fuhr.
kann mit seinem selbstproduzierten Wasser Wellen erzeugen. Wenn diese Pulse es eilig haben, bewegen sie sich mit Hilfe von Bodysurfing fort. Fallen im Eifer des Gefechts allerdings oft gegen Hindernisse und sterben. Boah, das arme Ding. So, als nächstes der hier. Ist aufbrausend und bricht auch mit Pulse, die ihm ganz offensichtlich überlegen sind. Okay. Gerne mal einen Streit vom Zaun. Trotz geringer Körpergröße kann ein Rochoa mit Anlauf auch die dicksten Felsen wegkatapultieren. Und der Wolf. Obwohl die Verbindung dieser Pals mit den Menschen schon lange zurückliegt, finden sich in ihrer Rudelorganisation Dio-Owl noch Elemente aus einer Zeit, als beide Seiten Seite an Seite jagten. Ist wahrscheinlich ein sehr guter Kämpfer. Wieder irgendein Raid. Also ist diesmal, wenn es weiter nichts ist. Leute, auf Gefechtsstation! Das Gute ist, die sind dämlich, die können nicht klettern. Ich kann die einfach abstechen. Ja, wenn ihr schon herkommt. Vielleicht auch nicht, nein. Die Wilder, die sind richtig easy. Ist nur doof, dass die Lampen hier nicht anbleiben. Beziehungsweise die Fackeln. Auf jeden Fall erstmal nachskippen. Oder ist die gerade so vorbei? Scheint, glaube ich, gerade so vorbei zu sein. Was können wir denn an Technologie ausgeben? Auf jeden Fall die Metallspitzhacke. Ah, man kann die als Eisgranaten mitnehmen. Fleisch dabei mache ich mir, dann kann ich ein paar von den Schafen köpfen. Die hier muss ich auf jeden Fall bauen. Mache ich für den Tanz hier noch das Sturmgewehr. Und die Fellrüstung hätte ich eigentlich auch gern. Oh, der Dire-Hole ist auch reitbar. Ist wahrscheinlich auch wesentlich schneller als das Alpaka da. Tue ich einfach provisorisch schon ins Team. Ja, genau, komm mir mal helfen. Hilf mir hier. Wenn ich das Sturmgewehr habe, dann nehme ich den Affen auch mit. Lass ihn mal ganz kurz allein da arbeiten. Ich reparier mal eben kurz die Rüstung, mir geht der Text auf den Keks.
Na, der Dino macht das ja. Der Dino kann ja Holz hin und Aussatz in einem machen. Dann nehme ich den Tansi mit und lass die Katze hier. So. Wenn ich so viele Lebewesen habe, die auch tatsächlich irgendwelche Fähigkeiten haben, dann probiere ich den Boss jetzt nochmal. Aber ich nehme erstmal Geld und kaufe mir dann ein bisschen was. Hauptsache, ihr räumt alles falsch ein. Ist in Ordnung. Ein antikes Bauteil. Wo ich das denn hier? Das verschrotte ich gleich eh. Obwohl, ich kann die Samen auch verkaufen, auch wenn sie kaum Geld bringen. Zumindest glaube ich, dass die kaum Geld bringen. Fallhändler? Ich kann denen die Palz verkaufen, die ich halt nicht brauche. Finde ich auch gut. Ich brauche die Lammbälle halt eigentlich fast gar nicht. Ist hier in jedem Gebäude irgendein anderer Händler? Dann schaue ich mich erstmal um. Gastwirtin. Wahrscheinlich kann ich dort übernachten gegen Geld. Aber warum sollte ich, wenn ich auch einfach nach Hause teleportieren kann? Das ist der fahrende Händler. Da ist niemand drin. Okay, gibt offenbar nur zwei Händler. Fünf Gold. Diese Hirsche lohnen sich ja richtig. 70 Pudding. Mir auf jeden Fall eins davon mal. Ich glaube, die schwache Medizin, die hilft mir nicht. Könnte mir was am Pfeil ein bisschen kaufen. Ich kaufe mir mal 100 Pfeile von ihm. Davon kaufe ich mir zwei. Vom Rest kaufe ich mir Palsphären. Halte ich einfach mal bei mir. So, ich bin ja mehr oder weniger ausgestattet. Ich würde sagen, rein in die Schlacht. Würdest du nicht direkt mit mir Krieg führen wollen? Würde ich dich eventuell auf ein Eis einladen? Müsstest du den weglassen.
Komm her, mein Affe. Ach, der fängt dann selber an zu ballern. Okay. Komm her. Okay, wenn er in meine Nähe kommen will, dann will ich auch von ihm weg. Willst du auch diese komische Welle bei mir machen? So wie du mir hinterher sprintest. Kann jemand das blocken? Ja. Au. Zu den Waffen. Glück sind die Attacken leicht durchschaubar von der. Ah. Aber schaffen tue ich den trotzdem nicht. Ich muss erst trainieren. Ich würde sagen, mindestens 3 Level. Sonst wird das halt wirklich nichts. Na, dann probieren wir es nochmal. Diesmal überspringe ich aber die Cutscene. Der Dino sollte eigentlich schon ein bisschen Damage drücken können.
Ah, gleich kann ich den Affen zumindest die Waffen wieder nutzen lassen. Angriff! Der Affe ist down. Es ist so gut, dass ich weiß, dass ich da einfach nur eben kurz den zurückpfeifen muss und dann zieht der in den Himmel. Aua. Im Schlag finde ich es schwer auszuweichen. Da bin ich gleich down. Verdammt, das heilt kein Leben. Es ist so hart, was du vorhast. Tausend noch. Das Mist, den geht wieder zum Nahkampfangriff.
Ich kann das aber so ein bisschen schießen, dann können meine beiden erstmal ein bisschen schießen. Ich hab die fast down, ich pack mich mal eben kurz aus dem Bild. Ich hab's geschafft. Zwinger des Hochlands, besiege Sol und Güssbold. 5 Antiktechnologie-Punkte habe ich dafür bekommen. Und jetzt bin ich hier oben. Ich nerv die Nachricht mit dem Direwolf ein bisschen. Ich habe eine Sequenz erratet. Okay, ich merke mir für die Zukunft nur vor dem Bosskampf, beziehungsweise zur Einleitung des Kampfes kommt eine Sequenz. Den Brutkasten kann ich mir jetzt machen. Beziehungsweise den habe ich freigeschaltet. Und den kleinen Futterbeutel auch direkt. Das wird auch direkt erforscht. Die Armbrust will ich auf jeden Fall haben. Fellrüstung wegen Abwehr. Das Sattelgeschirr. Ich kann mir eins von beiden holen. Ich gehe sowieso eher auf Fernkampf, deswegen gönne ich mir die Kühlbox. Ab nach Hause. So. Jetzt können die wieder da machen, wo es wichtig ist. Wer von euch ist der Besondere? Das ist der Oberbergmann. Das ist der Außergewöhnliche. So, den Fuchs will ich mitnehmen. Den nehme ich mal als Waffe mit. Kann ich irgendwie diesen Text da entfernen? Mir ist bewusst, dass ich das machen kann. Hallo Celestos, danke für den Raid. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass er reinkam. War ein bisschen mit dem Bosskampf gerade eben beschäftigt. So, komm her. Oh. Endlich ein gutes Reittier. Jetzt mal im Ernst, kann ich irgendwie diese Info da entfernen? Die nervt mich. Oh, kein Problem, Digga. Ich schau bei denen, die ich schon mal in der Clip Compilation habe, generell immer wieder mal rein wegen Clips. Und da habe ich gesehen, dass du wieder ein paar lustige hattest. Warum hast du überhaupt auf das Gelände da eingeschlagen? Einmal kurz. Kann ich... Nee, wenn ich Fehlermelden mache, dann komme ich nur auf die Internetseite. Ich mache einmal kurz im Titelbildschirm und gehe wieder in das Spiel rein.
Ich wäre direkt von der Brücke runtergerannt. Also wenn man die Seile kappt, ist es nicht schlau, drauf so stehen zu bleiben. Aber war lustig mit anzusehen. Und der Text ist weg. Und ich bin wieder irgendein Charakter, den ich eigentlich nicht genommen habe. Könnte ich bitte wieder ich selbst werden? Danke. Aber wie gesagt, es war lustig mit anzusehen. Okay, für den Brutkasten brauche ich Steine. Ich habe ja schon, sogar schon ein Ei hier rumliegen. Ich habe erstmal meine Station hier abgeschossen. Ey, du musst mich tragen, ich bin zu schwer. Oh Gott, selbst auf dem Wolf bin ich jetzt arschlangsam. Ich finde, es macht Spaß. Also ich habe wirklich sehr viel Spaß an dem Game. Ich weiß nicht, ob ich das behalten muss. Also, ich habe ja generell so an Survival-Games richtig viel Spaß. Das ist mitunter eine meiner Lieblings-Game-Richtungen. Das nehme ich mir mal. So, und dann können wir doch jetzt das Brutding bauen. Du bist ja auf jeden Fall jetzt mein neues Lieblingsreittier. Was ich ja vor allen Dingen am lustigsten finde, ist der Igel. Den finde ich einfach nur lustig. Also sein Angriff war schwach, aber... Los, flieg! Ich verwandle ihn einfach in eine Eisbombe. Die meisten von denen sehen putzig aus. Was machst du da im Vorne? Ach, der Fuchs kann auch die Fackeln anmachen. Oh, der macht mir Licht. Zumindest abends. So, Brutkasten. Ich fange jetzt mal an, auch oben ein bisschen was hinzustellen. Komm, hilf mir mal beim Bauen. Oh, ein Ei habe ich ja. Das habe ich ja rein zufällig in der Pampa gefunden. Ja, gute Nacht. Ich glaube, mein Dedri macht gerade irgendwie einen Freudentanz. Das braucht 30 Minuten. Ich mache jetzt mal was, was ich bisher auch noch nicht gemacht habe. Einen von denen gebe ich jetzt einen Namen. Fanny ist ab sofort mein Reittier. Und Kai ist der, der mich im Hintergrund die ganze Zeit unterstützt. Warte mal, ist der andere männlich? Brauche ich einen männlichen? Ja, der ist männlich. So, dann haben zwei von denen zumindest jetzt endlich einen Namen. Wem wir danke für den Raid. Ach, da fällt mir ein, das muss ich noch machen. Habe ich den Shoutout noch gemacht. Habe ich vollkommen gerade irgendwie aus dem Blickfeld verloren. So, und da ich den Fuchs ja auch durchgehend dabei habe. Das ist Akaya. So, drei von denen haben einen Namen. Ich würde hier gerne eine zweite Werkbank herstellen, an der einfach durchgehend Pfeile hergestellt werden. Das Ding können wir jetzt auch endlich aufstellen. Das kommt hier dazwischen.
kann ich einen weiteren hier jetzt rumrennen lassen. Womit lässt man sich denn LP wiederherstellen? Das Arbeitstempo erhöht sich. Ich hätte gern was, womit ich mein Leben wiederherstelle. In der Hinsicht habe ich momentan noch gar nichts. Ja, für die Pfeile nehme ich die primitive Werkbank. Ja genau, mach den einen noch zu Ende. Pfeile werden jetzt ab sofort hier hergestellt. Und da würde ich eigentlich gerne auch irgendwen durchgehend dran setzen. Die Armbrust kann ich mir auch schon machen. Komm, wir basteln mit zu beiden zusammen die Armbrust. Warte. Bastel du mal alleine weiter. Lagerverbesserung. Ich kann jetzt ein weiteres Lager basteln. Kühlbox und Palsphärenbank. Die Kühlbox, die wollte ich sowieso noch basteln. Ja, danke dafür. Habt ihr hier viel gemacht. Ich nehme das Schweinchen, dann habe ich jemanden, der durchgehend an dem Bergbauding sitzt. Weil der konzentriert sich nicht auf andere Arbeiten, der geht rein an den Bergbau. Das finde ich ganz gut. So, jetzt habe ich eine Armbrust. Die Fellrüstung können wir auch direkt machen. Ah, okay, das will ich auf jeden Fall haben. Ich glaube, ich will direkt 5 haben sogar. Zuerst bräuchte ich mal die Steinspitzhacke. Angriff 280. Das ist einfach mal das 6-fache. 7-fache sogar. Die Rüstung ist auf jeden Fall besser. Die alte kann ich verkaufen gehen. Brauche ein bisschen mehr Leder. Ich lasse schon mal die Futterbeutel machen. Kann ich ja hier automatisch mit dem Hunger. Der hat sein Ei gefunden. Ach, kann ich nur einen? Okay, warte. Das kannst du abbrechen. Wie mache ich das denn mit diesen Bauplänen? Wie nutze ich die? Muss ich die im Inventar haben? Ah, hier. Komm, einfach nur für den Fun. Ich gebe mir jetzt Hasenohren. Sehr schön.
Oh, schade, keine Arkankräfte mit drin bei dem Hexenhut. Ich würde gern die Armbrust mal beim erstbesten Gegner ausprobieren. Ah, okay, du hilfst mir hier nicht. Wie der faulenzt. So, das kannst du haben, das kannst du haben und das kannst du haben. Feuerbogen brauche ich im Prinzip dann auch nicht mehr. Ich habe so viele Fasern, nimm die. Ich kaufe mir Pfeile davon. Ich müsste auch mal gucken, was dieser Pallhändler an Pals verkauft. Den kann ich auch kaufen. Univolt. Joldhock. Bestimmt auch mega interessant zu haben. Oh. Kann hier direkt ein bisschen Erz abbauen. So, Metallspitzhacke. Ich habe gehört, du willst mir helfen. Kühlung? Das ist Handwerk. Ich mache die Metallspitzhacke jetzt erstmal. Dann kann ich auch besser abbauen. Ganz ehrlich, ich kriege mit den Bären schon genug. Das Hütchen ist eigentlich auch schon mittlerweile unnötig. So, wie lange brauchst du noch zum... 6 Minuten. Was ist eigentlich, wenn ich das rausnehme? Setze ich das dann zurück? Ich wäre gerne anwesend, halt, wenn das schlüpft. Und eigentlich würde ich mir das auch gern für den nächsten Stream aufheben. Ich nehme es mal raus und lege es wieder rein. Bleibt die Zeit gespeichert? Nee, die wird zurückgesetzt. Na gut, ich nehme den aber trotzdem raus. Wenn ich das nächste Mal den Stream starte, dann mache ich einfach direkt vorher schon, dass ich das reinsetze. Das ist so dann 5 Minuten nach Stream richtigen Beginn, dass wir es dann da rausholen können, dass es dann ausgebrütet ist. Weil ich will halt auch noch irgendwas Besonderes fürs nächste Mal auf jeden Fall haben. Packe ich beim nächsten Mal noch mal da rein. Zum einen deswegen. Auch die Armbrust führen wir beim nächsten Mal ein. Ich will jetzt einfach nur eben schnell noch ein bisschen Erz sammeln. Vorbereitung fürs nächste Mal. Stimmt ja eigentlich, ich kann das hier unten reinpacken. Dann ist der jetzt automatisch. Hatte ich komplett ausgeblendet. Oh, wie viel schneller es einfach mit der Metallhacke geht. Bei dem normalen Zeug, dann muss ja richtig schnell gehen. Die Kühlbox, die können wir, glaube ich, noch bauen. Die Box sollte noch drin sein. Nee, dafür brauche ich Metallbahn. Komm, packe ich die in das Metall, was ich gerade habe, hier rein. Ich hätte das Zeug jetzt noch verkaufen können, was ich ihnen loswerden will. Also die steinerne Spitzhacke. Ich tue sie so lange in die Kiste. Ja.
Okay, das mit dem Füttern, das gilt aber offenbar nur für mich. Das automatische, das Team wird nicht gefüttert, aber ich werde automatisch gefüttert. Ach stimmt, ich habe ja den Gleitschirm noch nie ausprobiert. Ah, der braucht aber ein bisschen Ausdauer auf. Kann ich auch schnell gleiten? Nee. Hör auf zu sehen. Lieber da hinten an das Holz. Braucht das Holz mehr als das Essen. So. Unten wird dann halt komplettes Schlafzimmer und oben wird dann gearbeitet. Dann sind die eventuell auch nicht abgelenkt. Eventuell kann ich auch die Holzfarben nach da oben dann verlegen. Ich ja mal ausprobieren. Das hier soll dann eine reine Arbeitsetage sein. Ja, ich kann das auch hierhin verlegen. Na gut, aber den Teil, den kann ich ja nächstes Mal einrichten. Du kommst zurück. So, gehe ich jetzt zurück zum Titelbildschirm. Und dann sage ich, das war's dann für heute. Hab ja hier noch gut was geleistet bekommen. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, später bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen. Auf Twitch natürlich ein Follow. Und ja, den YouTube-Zuschauern sage ich an der Stelle als erstes Ciao. Im Übrigen ist beides natürlich gegenseitig in den Beschreibungen verlinkt. Also ja, Ciao und bis dann.